Herzlich willkommen bei meinem Single Coaching. Hier ein weiteres Beispiel zu hinderlichen Mustern bei der Partnersuche und wie sie sich manifestieren. Ich habe schon einige weitere Videos zu dem Thema gedreht und auch ein generelles, in dem ich auf die Muster an sich eingehe, wo sie herkommen, wie sie einzuschätzen sind und wie damit umzugehen ist. Und hier jetzt das Beispiel mit dem zu schnell durchwinken, zu schnell Nein sagen, schnell mauern, schnell abblocken, schnell enttäuscht sein. Ja, es gibt im Prinzip die zwei Lager bei der Partnersuche. Die einen, die gehen relativ schnell in Partnerschaften rein. Da wird am Anfang eher weniger geprüft und hoffentlich ist da jemand und dann müssen wir Kompromisse eingehen und das ist in Ordnung und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite oder das andere Lager, das ist eher die Richtung des extrem wählerisch Seins. Schnell durchwinken, schnell Nein sagen. Passt ja sowieso nicht. Und irgendwelche Sachen ganz schnell falsch interpretieren. Oder in der E-Mail einen Satz lesen und aufgrund von diesem einen Satz entscheiden, nee, passt nicht, klicke ich weg, verabschiede ich bei der Online-Partnersuche. Weder das eine noch das andere ist wirklich förderlich. Es braucht den Mittelweg. Ja, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Jetzt geht es aber um dieses zu schnell Absagen. Was da oft dahinter steckt, kann eine Angst sein, eine Angst davor, in eine Partnerschaft reinzugehen, die sich dann nicht wirklich stimmig anfühlt. Eine Angst davor, dass man sich auf etwas einlässt, und dass es einem nicht gut geht und man da nicht wirklich wieder rauskommt. Oder ist es oft so ein unterschwelliges, subtiles Gefühl von, ich bin nicht wirklich gut genug oder die anderen sind es wert, aber ich nicht wirklich oder ich bin irgendwie unsichtbar, ich mag mich nicht wirklich zeigen oder ich bin verletzlich, ich schaffe es nicht, auf mich aufzupassen. Also solche Glaubenssätze, die damit reinspielen und die dazu führen, dass der Selbstschutzmodus anspringt. Der Selbstschutz und ich passe auf mich auf Modus und das auf eine Art und Weise, die so extrem ist und schnell ist, dass sie Distanz schafft und dass wir Menschen gar nicht wirklich an uns ranlassen. Und dass wir, bevor wir jemanden an uns ranlassen, lieber erstmal dicht machen, denn dann kann diese Person uns nicht gefährlich werden. Und wenn wir in diesem Modus sind, dass wir keinen an uns ranlassen, dann ist es natürlich total schwer, die Partnersuche so anzugehen, dass sie von Erfolg gekrönt ist. Denn dann warten wir auf diese perfekte Person, die von Anfang an perfekt ist, genau das Richtige sagt, bevor wir uns auf irgendetwas einlassen. Aber keiner ist perfekt. Und es braucht Zeit, jemanden kennenzulernen. Und wir können nicht gleich aufgrund von einer E-Mail oder aufgrund von einem Foto, was da jetzt ausnahmsweise mal im Profil ist, entscheiden, passt oder passt nicht. Manchmal kannst du das entscheiden, aber oft kannst du es wirklich nicht entscheiden. Und da geht es dann erstmal darum, sich zu treffen, einen ersten Eindruck zu bekommen, sich zu unterhalten, Gespräche zu führen. Wichtig ist zu unterscheiden, mit wem treffe ich mich, mit wem treffe ich mich nicht. Und wenn du dich eher zu der Kategorie zählst, dass du schnell durchwinkst, ganz schnell abblockst, dass es überhaupt nicht erst zu Treffen kommt, dass dich jemand anschreibt, du immer gleich das Haar in der Suppe findest, dann lohnt es sich dahin zu gucken, denn dann kann es sein, dass du Personen viel zu schnell durchwinkst und dass du potenziell passende Kandidaten durchwinkst, ohne ihnen überhaupt eine Chance zu geben. Und das wäre schade. Denn es braucht einen unheimlichen Aufwand, Gelegenheiten zu schaffen und diese Gelegenheiten dann einfach verpuffen zu lassen, nur weil so ein blödes Muster querschießt. Ja? Nur weil so eine blöde Angst querschießt, das wäre schade. Denn irgendwas treibt dich ja an, dass du einen Partner finden möchtest. Ansonsten würdest du dir das Video nicht angucken. Ansonsten würdest du dich mit dem Thema Partnersuche nicht auseinandersetzen. Du möchtest es ja. Von daher, guck,
wo diese Handbremse ist oder wo dieser Stein ist, den du immer wieder vor dich setzt, wo du immer wieder rüberkletterst oder wo der Punkt ist, wo du immer wieder in so eine Sackgasse kommst, wo du eine Mauer aufbaust, wo du einfach nicht weitergehst, wo du es dir schwer machst, wo du dich selber sabotierst. Das wird extrem hilfreich sein. Es wird Räume öffnen und es wird die Chance öffnen, dass du mit Menschen in Kontakt kommst, die vielleicht sogar als Partner für dich in Frage kommen könnten. Und wichtig ist, dass dieser Weg wirklich behutsam muss, denn gerade wenn du das aus Selbstschutz machst, wirst du das aus einem gewissen Grund machen. Ja, du wirst irgendwo, wenn du dir das Video mit den Rollmustern, Filtern, mit den Mustern generell nochmal anguckst, du wirst wahrscheinlich irgendwo eine Erfahrung gemacht haben, dass es bei dir im Leben unsicher war. Du wirst eine schlechte Erfahrung gemacht haben oder du wirst gemerkt haben, dass du dich schützen musst, dass du Menschen nicht zu dicht an dich ranlassen darfst, dass es gefährlich ist, wenn du Menschen an dich ranlässt oder irgendwie sowas, was unschön war. Das heißt, dieser Selbstschutz ist wirklich dann für dich ein Schutzmechanismus, der hat eine Funktion, der hat eine Ursache und der war wichtig. Die Frage ist, ob er jetzt noch so wichtig ist oder ob du nicht auf eine für dich sichere Art und Weise diese Strukturen langsam aufweichen lassen kannst und gleichzeitig gucken kannst, was kannst du tun, damit du sicher bist und trotzdem in den Kontakt kommst. Ja, das ist der Weg aus dieser Falle raus, das ist der Weg raus aus dem Muster, zu gucken, wie du es schaffst, dass du für dich sicher bist, dass du für dich einen Raum schaffst, in dem du dich wohlfühlst und aus diesem Raum heraus in Kontakt mit anderen Menschen trittst und nicht zu schnell direkt die Schotten dich machst und abblockst. Ich wünsche dir, dass du einen Partner findest. Ich wünsche dir, dass du Chancen nutzt und sie nicht von vornherein durchwinkst oder verstreichen lässt. Das wäre wirklich schade. Das würde ich dir ganz, ganz, ganz doll wünschen. Wenn du das Gefühl hast, dass du das zu schnell machst, wenn du nicht wirklich weißt, an welchen Stellen du es vielleicht doch probieren könntest, wo es Sinn macht, wo es keinen Sinn macht, melde dich bitte. Lass uns gucken. Im Online-Workshop ist das Schritt für Schritt mit dabei. Da geht es um Wissen, da geht es um Know-how, aber es geht bei der Begleitung und diese Muster, die brauchen wirklich oft eine Begleitung von außen, denn ganz viel ist unbewusst. Ja, dieser Eisberg unter der Oberfläche ist unbewusst, wir können ihn nicht erkennen. Das Sichtbare ist dieser ganz kleine Prozentanteil. Oft braucht es da von außen einen Blick drauf, um das sichtbar zu machen, damit du dann wirklich Wege hast, die funktionieren, da rauszukommen. Und das ist was ich gerade in dem Aktiv-Coaching merke. Das ist ja die Begleitung zu dem Online-Workshop, wo wir miteinander telefonieren, wo du deine Fragen stellen kannst. Und das ist wirklich der wertvollste Raum überhaupt, um aus diesen verdammten, bescheuerten Mustern rauszukommen und um die Schritte zu gehen und um Erfolge zu haben. Genau dafür stellen wir dir diese ganzen Werkzeuge zur Verfügung, damit du dann wirklich in eine Partnerschaft reingehst, die sich für dich stimmig anfühlt und dass du da wirklich langfristig glücklich bist. Melde dich gern, ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute für den Weg. Gerne Daumen nach oben, wenn was Interessantes mit dabei war. Und dann bis irgendwann. Tschüss!